Na gut, aber 6 Minuten rede ich nicht, aber ich kann ja schon mal anfangen. Ja. Eieiei. Ich glaube schon. Sagst du auch was zu den Zillertalern? Ja, natürlich. Und ohne die sähe die Kirche lang nicht so aus, wie sie heute aussieht. Ja. Jetzt. So, wir haben hinter uns gelassen das Schloss in Arnsdorf, Besitz einer Brauerei, wie gesagt, und offensichtlich eine gut gehende Brauerei. In 6 bis 7 Minuten werden wir das nächste Schloss erreichen. Das ist eben das Typische für dieses schlesische Elysium. In kurzen Abständen viele Schlösser hintereinander und das auch noch mit Parks und Gärten. Der nächste Ort wird Zillertal-Erdmannsdorf sein, Myslakovice. Dieser Ort ist 1385 erstmals urkundlich erwähnt worden, ist dann aber erst bedeutend geworden, mit dem Kauf des dortigen Schlosses, der dortigen Burg, 1832 durch König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen. Und damit begann eigentlich so die Entdeckung des Hirschberger Tales als gesellschaftlicher, kultureller Hotspot. Das Barockschloss ließ der König 1841 bis 43 umbauen, und zwar zu einem englisch-gotischen Landschloss. Das war damals so das Interesse, der allgemeine moderne Stil, den man haben möchte. Und im selben Stil, nämlich in dem englisch-gotischen, legte dann Peter Joseph Lené einen Park an oder ließ ihn gestalten. Er wird bezeichnet als ein zonierter Landschaftsgarten, also ein Landschaftsgarten, der verschiedene Zonen hatte, Wiesen, verschiedene Baumbestände. Das werden wir ja dann, wenn wir vorbeifahren, sehen. Dieses Gebiet ist aber auch noch, oder dieser Ort ist auch noch bekannt geworden durch etwas Zweites. Und dieses Zweite gibt dem Ort seinen Charakter. Im Jahre 1837 erlaubte nämlich der König die Ansiedlung der Tiroler Zillertaler. Diese Gruppe von Flüchtlingen ist des Glaubens wegen aus dem Zillertal in Tirol ausgewandert und durfte sich hier in Schlesien ansiedeln, natürlich auch im Interesse einer Bevölkerung der Gegend und natürlich auch aufgrund besonderer wirtschaftlicher Fähigkeiten. Das waren etwa 400 Flüchtlinge, die sich natürlich Häuser gebaut haben, und zwar Häuser im Alpencharakter. Das ist leicht zu erkennen, das werden wir auch sehen. Es gibt auch heute noch Beziehungen der Tiroler, der Zillertaler hier in dieses Dorf. Es gibt gemeinsame Feste, man besucht sich gegenseitig, also man ist sich dieser Geschichte bewusst. Und auf einem dieser Holzhäuser gibt es eine Balkonbrüstung mit einer Inschrift: Gott segne König Friedrich Wilhelm III. Meines Wissens ist diese Inschrift nie devastiert worden, also nie kaputt gemacht worden, sondern auch in polnischer Zeit war diese Inschrift zu lesen. Und als man 1999 dieses Haus ein bisschen restaurierte, ist auch diese Inschrift restauriert worden. Ich hoffe, dass wir das sehen werden. Im Ort befindet sich dann noch eine Kirche im italienischen Stil, nach einem Entwurf des Baumeisters, des preußischen Baumeisters Schinkel. Auch industriegeschichtlich ist dieser Ort interessant. Hier wurde im Jahre 1840 eine Flachsgarnspinnerei durch die preußische Seehandlung begründet. Diese Spinnerei haben wir besichtigt bei der Fahrt vor 3 Jahren, mich zu korrigieren. Es ist heute eine Ruine,
Auch das ist so ein trauriges Beispiel für diese Anfangszeit. Es gab zwar einen Denkmalschutz und diese Gebäude waren denkmalgeschützt als Industriedenkmal, aber es wurden dann, weil noch Kupfer da gewesen ist in den Gebäuden, wurde da die Mauer zerstört und das Kupfer rausgeholt und auch am Dach. Also das, was wertvoll gewesen ist, hat man entfernt und rausgeholt. Das wurde dann zwar dem Denkmalschutzamt gemeldet, aber das ist eine Behörde, die brauchte dann 4 Wochen, bis sie dann dort aufkreuzte, aber dann war natürlich schon längst nichts mehr da. Das heißt, heute ist es weniger ein Industriedenkmal als eigentlich eine Ruine. Ja, mein Quatsch. Aber gleich kommt das. Da ist das Schloss schon zu sehen, der Turm. Jawohl, der Turm ist schon zu sehen. Das Schloss wird heute genutzt als eine Schule und kann deshalb nicht besichtigt werden, nicht im Inneren. Wir machen eine Außenbesichtigung.